Hallo und willkommen zur neuen Folge Soma. Ich war jetzt lange im Urlaub, bin ein wenig gesünder geworden während meines Urlaubs und hoffe jetzt, dass das alles ein bisschen wieder in gute Bahn geht mit meinem Bein, beiden Beinen und Füßen. Es tut auf jeden Fall gut, wieder zu laufen zu können, ohne zu humpeln, hinken und so. Schauen wir mal. Bist du ein Guter oder bist du ein Böser? Du siehst, bist grün. Du siehst gut aus. Hallo. Aus wie eine Start- und Landebahn. Dann leuchtet es auch. Fangen wir mal den grünen Licht an. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir unbemerkt hier vorbeilaufen können. Ach, es tut gut. Ich hatte ja 5 Folgen oder so vorbereitet. Also wenn man beide Spiele zusammenrechnet und... Ach, ich hab's vermisst. Das habe ich über eine Woche nicht aufgenommen. Knapp 1,5 Wochen nicht und... zu hell. Es war so Big Daddy mäßig mit Taucherglocke, so ein Anzug. Sah so ein bisschen aus wie Big Daddy. Big Daddy. Ja, Big Daddy, genau. Ich sehe mich schon ganz tüdelig direkt. Ich liebe Bioshock. Und deswegen mag ich auch so Unterwasser, Science Fiction, alles kaputt. Da ist eine rote Tür. Ich dachte, das wäre so eins von den Viechern. Ich habe jetzt auch die Helligkeit nochmal einen kleinen Tick höher gemacht. Wenn es jetzt zu hell ist, könnt ihr euch gerne beschweren, aber auf den Kommentar hin, dass es vielleicht doch noch ein bisschen zu dunkel ist. Schwenk, 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 schwenk. Okay. Das ist also wieder so ein Ein Raum, aber ohne Wasser abpumpen. Sieht aus wie bei dem Shuttle, als wir ausgestiegen sind. Ach, hier oben. Achso, vielleicht den Springer und festhalten. Nee, da komme ich auch nicht besser dran. Ach, hier hinten rum. Na, super. Blamiert. Jetzt muss ich wieder ein bisschen reinkommen. Die letzten 4 Soma-Folgen habe ich ja quasi innerhalb von 24 Stunden aufgenommen. Und jetzt, nach 1,5 Wochen, ist das schon fast ungewohnt, hier wieder zu sein. Aber ich freue mich. Und jetzt sind wir wieder draußen? Och nö. Nicht, dass ich es nicht mag, aber es ist halt so unspektakulär. Wir haben wieder niemanden, der mit... Oh. Ich weiß aber nicht, ob ich nach vorne oder nach hinten gucken soll, wenn das so ruckelt. Aber gut, bleiben wir bei vorwärts. Wir mal ein bisschen rennen. Das rote Viecher oder? Also welche von den roten Fliegern? Da ist es nur einfach so rotes Licht. Das sagt er, das einzige Licht, das wir überhaupt haben. Aber gut, Viecher sind es nicht.
Ein Hammerhai. Hammer! Guck mal, ob wir da unten irgendwie reinkommen. Ja. Ich bin froh über jedes Gebäude, das wir betreten können. Ein Raum ohne was drin. Ist geschlossen. Und das ist aber auch zu. Können wir dann hier überhaupt noch irgendwas machen? Ach so, es ist rot, aber es geht trotzdem auf. Das ist natürlich praktisch. Ich bin ja mal versucht, die Türen hinter mir zuzumachen. Aber nicht nur, dass das vielleicht von den Viechern den Weg abschneidet. Nein, es schneidet ja auch uns den Weg ab. Ach, jetzt sind wir außen. Ich weiß nicht, das ist wieder so eine Shuttle Station? Kann eigentlich ja nicht sein, oder? Wir sind schon beim nächsten Außenposten. Also das sind alles irgendwie Shuttles. Oh. Wir kriegen einen Safe Point. Alright, we're in. Let's find a working escape vessel. Emergency Shuttle. Ich bin bewaffnet. Mit einem wahrscheinlich nicht intakten, uralten Feuerlöscher. Hua! Ich will nicht zu irgendeinem so creepy Ich wollte vorbeilaufen. Kann ich ihm überhaupt irgendwie weglaufen durch sowas?
beim zweiten Treffer erstmal tot. Okay, okay. Okay, ich mag das Viech nicht. Es ist mir auch irgendwie zu laut. Meine Kopfhörer sind zu laut. Es ist nicht schön. Aber es portet sich anscheinend zweimal und erst wenn es in der Nähe ist, rennt es los. Ich weiß nicht wohin. Wo zum Kuckuck muss ich denn hier drin hin? Okay, ich muss eigentlich genau hier hin. Also... Oh, hier war doch ein Emergency Shuttle. Also ich muss den Parallelgang hierzu. Ich bin so konzentriert, dann bin ich immer so ungesprächig bei diesen Spielen. Thank you.
Wie geht's zum Emergency Shuttle? Hier. Let's see if we can't get this thing moving. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh, shit. We need to get out of here. I know, I'm going. Something is stabilizing the ship. We need to let it know this is an emergency. Okay, geht. Machen wir das so. Ich werde hier nochmal eine Pause machen, weil ich bin einfach aufgerieben und es ist spät und ich muss zur Arbeit morgen und so wieder das erste Mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hinterlasst bitte einen Kommentar. Ich würde mich tierisch freuen und ansonsten schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich.